Hallo und willkommen zurück bei PD2 mit der Tibra. Grüß euch. Mit dem anderen, grüß euch. Ich bin schon 60. Also, im Game. Juhu. Jawohl, wir sind neu in Einsatz. Von Bane, den Auftrag der Lesserob. Ich schaue jetzt nur gerade, was ich uns da freischalten könnte. Die Munitionstasche habe ich zwar. Also, ich habe die Arzttasche dabei. Und meine übliche Ausrüstung, sehr viel habe ich ja noch nicht. Ja, den Fräser nehmen wir mit. Arzttasche, Leichensäcke. Ja, ich schalte die Arzttasche auch noch frei auf der Map. Mhm. Ja, ich habe die Säge mit, weil da drinnen sind Bankomaten. Lesserob, da geht es darum, Konzerthalle vollgestopft, ein Haufen Geldeinnahmen und die müssen wir in Sicherheit bringen. Ja. Bereit? Damit's keiner wegnimmt. Okay, bereit. Gut, dann starten wir. Ah, und da kommt ja schon wer dazu, der Zixi. Okay. Mit Level 95, okay. Ist okay. So. Dauert jetzt ein bisschen, bis der auch geladen hat. Und sie sollen. Sein Game mit unseren synchronisiert. Ja. So, ich brauche eh noch einige Überfälle. Die werden wir jetzt nach und nach durchmachen. Genau, ja. Also wir schauen immer beim Auftragshändler, was der Tibra noch fehlt und die Aufträge. Machen wir dann. Gut. Ich bin ja quasi ein Jungspund. So, ich lasse mich von dir wieder leiten. Wohin? Das ist schon ein Randl. Ja, aus C4 müssen wir als erstes finden. Und zwar gibt es da so Nebenräume. Aufpassen bei den Sicherheitswachen, wenn du. Ja, ich bin schon entdeckt. Okay, ob das nicht ich war. Gut. So. Wow, let's go on. Und in den Nebenräumen findet man markierte Türen. Okay. Und bei den markierten Türen. Das sind so Lagerräume, da kann es sein, dass man irgendwo Schachteln findet. Also da sind Schachteln drinnen in die Regale und da kann es sein, dass das C4 verpackt ist. Ah, da ist eins. Irgendwer schießt auf mich, ja. Hallo. Ah, Sicherheitssystem müssen wir überbrücken, das hat es jetzt geändert. Genau. Und geht schon los. Der hat mich verwirrt. Der andere. So, ich bin. Da ganz rauf müssen wir, okay. Wir müssen ins oberste Stockwerk. Du kannst mir nachlaufen. Okay, wo ist das Adler? Upstairs! Gut, oberste Stockwerk. Beim Konzert fällt das keiner auf. Ne? So, dann haben wir da eine Tür. Ah, ich bin umzingelt. Kann jetzt nicht helfen. Steh mal vor, wenn du noch von mir bist. Ja, ich kann ja nicht so schnell laufen. So, ich überbrücke. Wie geht's? Passt das? Ja, ja, passt das. So. Stell dir da rein. Da ist ein Computer. Mhm. Und der wird immer wieder neu gestartet, wenn die den Strom abdrehen. Okay. Und ich kümmere mich um den Strom, dass der wieder aktiv wird. Okay. Mal schauen, wo er ist. Ich werde meinen Rust annehmen. Ja, mach das. Wenn es sich anhören lässt. Geht's? Ja, klar. Ist
weil der Computer roten Bildschirm hat und so komisch quietscht. Der Computer quietscht, okay. Auf da. Sehr schön. Wo? Schild. Aber ich bin richtig reingelaufen. Da, wo? Scheiß Bulle. Einer glaubt immer, muss im Held sein. So. Lauf noch. Jetzt hast du gut retour und jetzt müssen wir den Mann aber immer das C4 finden. Weil in die Räume hat man jetzt nicht rein können, die waren gesperrt. Da werden wir das Sicherheitssystem überbrücken müssen. Die haben zugemacht, Säcke. So, Schisser. Ich mach gleich mal die Bankomaten drauf. Okay. Ah, da drüben kommt ein Schild. Okay. Shield. We got a fucking shield. Und den zweiten Rör. Wow, wo bin ich? So, du stehst auf dem Schild drauf drum. Also. So, ab zu den Nebenräumen. Wo ist das? Ah ja, da unten. Okay, zweimal C4 hat er ja schon gefunden. Die sind immer mit so einem roten Kreuz gekennzeichnet, die Räume. Okay. Irgendeinen muss noch. Das ist jetzt. Okay. Da kommt jemand ins Spielchen. Gut. Ich habe noch keinen Raum mit rotem Kreuz gefunden. Nee, nur den einen da. Okay, vielleicht sind wir zu weit herum. Wir sind da oben. Ich schaue mal kurz oben.
Oh, lass mich. So, es muss irgendwo da herunten muss nur das C4 sein. Okay. Wir brauchen das, weil sonst kriegen wir die Safe nicht auf. Nicht wahr sein, oder? Hallo, wo ist das Blöde? Gut, ich komme wieder nach unten. Seite, das sind auch noch mehr Räume. Ich suche nämlich die ganze Zeit den zweiten Trakt. Mein Gott. Okay. Jawohl, da ist es. Wow, du kleine Ratte. Okay. Da ist eine Tür aufzumachen. Ein Lagertor. So, ja, hat das. Ja, das sind alle vier C4-Packs. Jetzt müssen wir runter in die Garage. Ich bin gerade schwer unter Beschuss. Warum liegt denn der da oben schon wieder? Ah, das bist du. Sorry. Ja, ich liege aber nicht. So. Ja, was, wen soll ich noch oder helfen? Der schreibt helfen, der liegt da oben. Kann echt nicht wahr sein. Ja cool, der ist jetzt rausgegangen und hat das C4 mit. Nein, ich hab's gekriegt. Ah, okay. Der was der Gruppenleiter im Spiel eröffnet hat. So.
So, den lassen wir jetzt im Gefängnis. Komm, wir laufen runter. Okay. Den Bulli stellen wir da auf. Jetzt mal schauen, wie der Stiegenabgang ist. Da gibt es jetzt irgendwo Stiegen, da müssen wir sehen, wo es runter geht. Ah, da sind sie. Okay. Ja, du kannst da runter. So, jetzt müssen wir da runter. Und da auch noch runter. Hinter dir sind noch mehr Stufen. Ja. Ich folge dir. Oh Gott, ihr seid doch lästig. So, jetzt räumen wir da die Halle aus. Okay. Und okay. Mit dem Stapler kann man fahren, den muss man jetzt dort hinstellen, wo das C4 angebracht werden soll. Okay. An die Decke. Wie getötet? Okay. Ich stelle noch in. Du fahr vielleicht den Stapler, weil ich hab das schon mehrmals gemacht. Okay, was soll ich machen? Schauen, du musst nur schauen, dass da nicht zu viel reinkommen. So, erstes C4 ist gleich angebracht. Erstes. Was stellt sich der da drauf? Zweites C4 ist angebracht. So. Drittes C4 ist angebracht. Ich werde es gut tun. Langsam. Ah, es sind alle. So, jetzt müssen wir wieder ganz nach oben. Oh, das ist eine Lauferei. Mhm. Wo ist ganz nach oben? Warte, wir testen das einmal durch die Polizei. So. Okay. Bist du bei mir? Nein. Dann schauen wir die mal weiter. Wir kommen ja ständig Bullen nach. So, wo bist du jetzt hingelaufen? Aber. Bist du da? Ja. Gut, dann bewegen wir sie da jetzt drauf. Ich kann hier nicht so schön machen. Ja, macht nichts. So, ich nehme da gleich den Bankomat wieder mit. Ich hab. Kacke. Leg da ein Moneypack auf. Ja, super. Nehmen wir gleich was. Ja. Ich hab ziemlich für die Segen, ja. So, Bankomat ist offen und geleert. Okay. So, So, jetzt da rauf. Rauf. Jetzt sind wir wieder in der Vorhalle. Mhm. Und jetzt müssen wir den ganzen Weg rauf bis zur Konsole. Okay, da wo der daher. Computer war, ne? Genau. Und nicht zum Computer, sondern vor dem Computer da geht die Tür links rein. Ja, Mistgörer. Darauf. Moment. Darauf. Da kommen wir rauf. Oh, wir haben schon ein paar Leichen produziert. Darauf. Mist? Ja. Knapp hinter dir. So, und jetzt. Dann vor. So, dann müssen wir da rein. Wo? Ah, da. Ich sehe nicht. Bist du jetzt da oder? Ja, ich bin da. Okay. So, und da herinnen ist diese Konsole. Ich stelle jetzt bei der Tür und du kannst es jederzeit starten.
Was kann ich? Ja, da ist ein Laptop. Ah, ja. Den starten, dann muss man da ab und zu einen Schalter drücken und dann hast du drei Schalter deaktivieren und der sagt dir dann an, welchen du immer drücken musst. Und dann musst du relativ rechtzeitig halt den. So, ich stelle meine Sentries auf, damit du da in Ruhe arbeiten kannst. Okay, also ich starte das Ding. Ja. Du musst halt auf dem Bildschirm achten, da steht dann ab und zu, welchen Schalter das drücken musst. Okay, wo finde ich das? Ah, das finde ich bei den anderen Bildschirmen. Leuchtet ganz groß auf. Es läuft gerade runter, okay. Ihr schaut so drauf. Munitionspack lege ich da auf bei dir. Dass ihr mich. Ja, ich schau drauf, dass. Ich in Ruhe arbeiten kann. Genau. Okay. Am besten immer ein Stück zurückgehen und dann die Schalter halt rechtzeitig drücken, die haben sie. So, da ist jetzt zeitlich einer. Wo ist seitlich? Na, links von dir, seitlich da. Ah, dieser hier. Ja, und dann wieder in die Mitte stellen und warten auf das nächste. Okay. Das würde nicht. Stopp. So, und jetzt leuchten drei. Ja. Die Konsole rechts jetzt. Ich kenne mich nicht aus. Ja, rechts den aktivieren. Dort was drücken muss. Nein, ich seh's nicht. Es sind drei rot. So, jetzt muss das, ja. Ja, die, du hast das nicht rechtzeitig gemacht, das musst du da seitlich, so. Okay. So, jetzt leuchtet es gleich wieder. Und steht in der Mitte am Bildschirm unten, steht jetzt was drücken muss. Moment, nichts drücken. Hat er nichts gesagt. Ja. Und jetzt? Rechts. Rechts. Genau. Ja. Okay. So, jetzt stellst du ihn damit wieder hin. Ah, ich habe immer auf den Bildschirm unten geschaut. Also da vorne. Ah. Wie lange kann das dauern? So, jetzt zockt das gleich die Konsole links. Links. Okay. Nee, wer schießt auf mich? Okay, du hast alles im Griff. So, ich repariere das da draußen wieder. Passt, und jetzt müsste es bei dir wieder gehen. Konsole rechts. Ich das richtig interpretiert habe. Okay. Löscht das Feuer. Ja, da hole ich jetzt den Feuerlöscher. Moment. Okay. Ich muss nur da jetzt einmal ein paar Polizisten wegmachen. Indizent. So, Feuerlöscher. Okay, okay. Ich habe einen Feuerlöscher. Ja? Irgendwas schießt auf mich? Ja. So, wo ist Feuer? Da drüben. Ha. Feuer ist gelöscht. Okay. Müsst es gleich wieder aktiv werden. So, da seitlich wieder. Passt. Ja, na, habe ich schon. Habe ich schon das Loch. Ja, ja, ja. Jetzt leuchten die drei wieder. So, und jetzt hat er. Passt, rechts ist. Rechts? Ja, habe ich schon. Ich schaue ständig, wo ich ständig angeschossen werde. Ja, richtig, passt bestimmt. So, der in der Mitte noch. Achso, passt. Hast du, ja? Ja. So, einmal müssen wir. Sollen wir Angst back aufstellen?
So, jetzt müssen wir da wieder starten. Passt. Hinter Knopf. Passt, okay. Passt. So, was sagt er? Abfeuern. Der in der Mitte. Passt, hab's. Dass die Konsole nur nicht im Arsch ist. So, alle drei leuchten wieder. Aufpassen. Konsole links. Passt. Fertig. Okay. Gesprengt ist er. Jetzt müssen wir wieder nach unten. Okay. Da runter, oder? Wo bist du? Ja, da. Ich habe mir die Kugeln weggemacht. So. Und jetzt geht's wieder den ganzen Weg runter zu den Safes. Okay. Und die können wir jetzt aufschneiden. Jetzt sind so Löcher gesprengt mit C4. Aufschneiden und leeren. So, da noch runter. Mhm. Da runter. Da sind wir Scharfschütze. Ja, die tun mir aber relativ wenig. So, ich laufe wieder durch die Safe-Landschaft. Aha. Ja. Kommst du? Ja. Nicht vergessen, da liegt der Munitionsback. Ich habe vorher gerade welche aufgenommen. Okay, passt. Dann da runter. So, so. Jetzt stellen wir da meine Sentries auf. Okay. Eins. Und da stelle ich einen auf. Okay. Zwei. So, und dann muss er da rauf. Up, up. Nur du, so, oder soll ich auch? Nein, ich glaube, die zwei Schneider habe ich momentan. Bring da einmal einen an. Einmal. Und da. Okay. Zweimal. Und wenn der durchgeschnitten hat, dann fallen da die Geldscheine runter. Oh, schön, ein Geldregen. Ja, so richtige Bags, große. Mhm, die müssen dann natürlich verladen, oder? Ja, in Taschen kommen die. Und die müssen wir dann ganz rauf wieder bringen. Ein Stück. So, einen Preisschneider habe ich und das erste Geldpaket kommt auch schon. Linien schon unten kann man schon einsacken. Okay. Der zweite kommt auch schon. Oh. Ah, da, da, ja. So, jetzt muss ich den umstellen da. Okay, und wohin bringe ich die jetzt? Momentan gar nichts, einfach nur irgendwo einmal zentral zusammenlegen. Was ist der Liban aus Erfahrung? Dann in der Tür. Durch den Safe gehen wir wieder. So, das dritte Loch schneidet. Genau, da wo du gerade einen erschossen hast, da räumen wir es dann rein. Da kommt das schon mal in die Ecke hin. Also hier. Hier neben die Tür werde ich es legen, ne? Ja, passt. Lassen die denn alle keine. So, und da kommen die nächsten. Passt. Ich glaube, wir haben es. Es müssten alle drei Löcher. Ja. So, Geld einsacken. Hinschmissen dort. So, ich glaube, wir haben alles eingepackt. Jawohl. Sechs Packs müssten es sein. Umso schwerer man den Schwierigkeitsgrad nimmt, umso mehr Packs kriegt man. Gut, dann nehme ich meine. Ja.
So, ich stelle da heroben beim Safe. Wir räumen es einmal bis darauf, wo der Bankomat ist. Ja, ich stehe neben meiner, da ist, glaube ich, durchgeworfen. So, meine Sentries stehen. Immer zwischen den Sentries legen wir die Bags ab. Ja, ja. Kommst du wieder? Ja, bin ich schon da. Ich räume schon hin und her. Ah, okay. Du hast die Tasche aufgenommen. Ich wollte nicht, dass die Bullen sie bekommen. Das ist nicht... Nicht der Plan. Nein, das ist nicht der Plan. Wir wollen die Bullen nicht füttern. Da mal alle zum Stiegen aus hier. Okay. Und ich treib schon. So, dann hole ich meinen Sentry nach und jetzt stelle ich einen von den Sentries in die Halle. Okay. Sind schon alle Taschen oben? Ja. Perfekt. Sind alle oben. Ich nehme da einen Mini. So, ich hole den zweiten Sentry, stelle den ebenfalls in die Halle. Okay, ich nehme wieder Packs. So, und jetzt nehmen wir Packs und in der Halle gibt es jetzt da so einen Flaschenzug. Da können wir jetzt nach der Reihe die Packs dranhängen. Stelle den Flaschenzug auf. Eine Seilrutsche. Und da muss aber einer oben sein. Wie oben bei der. Dort, wo die Seilrutsche ist. Ja, der liegt schon wieder da herum. Ah ja. Ich glaube. Also sonst verschleppen die Bullen nämlich die Taschen. Also wir dürfen sie erst drauflassen, wenn ich oben bin. Oder wenn irgendjemand von uns halt oben ist. Oh, dann habe ich jetzt einen Fehler. Das ist jetzt da oben. So, da jetzt liegt die Tasche. So, ich laufe jetzt drauf und dann könnt ihr die Taschen rauflassen. Ich glaube, ich hab. Ja. Du hast schon eine rauflassen, oder? Blöderweise. Ja, macht ja nichts. Die Bullen verschleppen sehen wir da oben entlang. Wo. Ah, dann. Sag mal, du oben bist. Ja, ich sehe ihn schon. Drüben läuft einer. Mit der Tasche? Ja. Er bringt sogar dorthin, wo wir es hinbringen müssen. Warte mal eine. Warte mal. Sag, wenn es geht. Ah, ich hab sie. Ihr könnt sie auflassen. Okay. Ups, irgendwie hüpft ich da nicht rüber. Also easy. So. Okay. Eine kommt dann noch. Von mir zumindest. Weißt du, jetzt müsst ihr nicht mehr raufkommen. Okay. Taschen haben wir alle, oder? Ich habe eine Tasche dabei, ja. Du hast eine mit? Ja. Achso, die hast du ja rauflassen können. Du bist schneller. Aber egal. So, wo geht's da nach oben? Wirbel ich. Wieder der gleiche Weg, den wir bis jetzt gehen. Ja. Ich bin verwirrt. Findest? Nein. Ah, durch die Halle? Nein, warte mal. Ich bin wieder beim Aufzug. Mit dem Spiel nur im Aufzug zu. Na, nicht diese also, Taschenaufzüge. Ah ja, okay. Dann lass die Tasche rauf. Ja. Hm, geht nicht. Gut, Freggy. Okay, ich weiß nicht, wo es mit dem wird erwischt. Sie? Jetzt muss ich nur noch den Weg nach oben finden, weil ich habe keine Ahnung. Braucht man drauf die Stiege, dann mit links, ne? Ja. Die Bullen, die machen mich alle ziemlich durcheinander. Da du.
hab's gefunden. Ich weiß doch, warum ich so Konzertcenter hasse. Schaut sich gerade ein bisschen aus wie so was, oder? Ja. Konzerthalle. Da? Ja, da jetzt noch vor. Und jetzt müssen wir alle in den Container rein. Okay, wo liegen die Taschen? Die sind schon im Container, das habe ich alles schon gemacht. So, in den Container da reinspringen. Okay. So, ich bin da. So, ich helfe dir. Steht gleich. Ja. So. Geschafft. Das war's. Was ist da alles so? Gott, ist das ein Durcheinander. Ja, man läuft bei dem dann schon. Ja. Und die Halle ist ein bisschen, also vor allem diese Nebenräume sind sehr verwinkelt. Wenn man die das erste Mal macht, findet man sie kaum zurecht. Aber wir haben jede Menge Kohle gemacht. Das passt so, ja. Und die Kohle geht ja letztendlich. Ja. Insgesamt 750 knapp. Aha. 672 fürs Offshore und 168 Bar. Ist auch deshalb so viel, weil wir eben die drei Bankomaten mit haben, die bringen auch nochmal 100. Mhm. Okay. Jagogriff. Ja, cool! Mhm. Freude! Gut. Ja. Das war's wieder. Das war's. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen hoch und schaltet wieder ein bei PD2 mit der Tibra und dem Anduin. Und bis dahin, happy gaming und ciao, ciao. Ciao.